Michael Obert ist freier Journalist und Buchautor. Seine Reportagen erscheinen unter anderem im SZ-Magazin, im Zeit-Magazin und in Geo. Er berichtet vor allem aus Afrika, dem Nahen Osten und Zentralasien. Er ist ein Krisenreporter. Im besten Sinne des Wortes geht er dahin, wo es schwer ist hinzugehen, wo Dinge passieren, die bedrückend sind, die aber erzählt gehören. Seine Reportage »Der Fluch der weißen Haut« erzählt von Menschen mit Albinismus, die in manchen Ländern Afrikas um ihr Leben fürchten müssen. In Tansania gelten sie als Zero-Zero, als unsterbliche Geister. Deshalb schlachten sie uns, sagt Maria Mu leise. Sie glauben, dass unsere Körperteile und Organe sie reich und glücklich machen. Akribisch recherchiert Michael Obert, was hinter den grausamen Geschichten steckt. Er spricht dazu mit Menschen, die verstümmelt wurden, und ebenso mit Tätern. Ihr Opfer hieß Esther Charles. Das 9 Jahre alte Albino-Mädchen war eine Nachbarin von E in Kahama, einer Region im Distrikt Shinyanga. 5 von ihnen hielten draußen Wache. John, ihr Anführer, sei allein durch das Fenster in Esthers Zimmer gestiegen, habe sie erst bewusstlos geschlagen und ihr dann mit der Machete eine Hand abgehackt. Michael Obert sucht nach Erklärungen für das brutale Geschäft mit dem Aberglauben. Er stößt auf Korruption, Armut, obskure Hintermänner und falsche Heiler. Die Menschenjagd als innovatives Geschäftsmodell. Körperteile und Organe als Rohstoff, okkulte Glücksbringer als Produkt. Die Nachfrage unter den Verlierern der Globalisierung ist riesig und wächst ständig weiter. So gesehen sind die Verstümmelungen von Albinos nicht Ausdruck von Barbarei und Rückständigkeit, sondern das genaue Gegenteil, der Versuch der Mgangas, in der neoliberalen Weltordnung mitzuhalten. Was sehr, sehr toll ist, das mitzuerleben, ist die Art, wie er mit den Protagonisten seiner Geschichten umgeht. Es ist ja oft so als Krisenreporter, wenn man ein Haus betritt, irgendwo in Zentralafrika, und das sieht jemand, da kommen diese weißen Leute und stellen Fragen, dass das Konsequenzen hat für die Bewohner dieses Hauses. Und Michael denkt es immer mit. Nur Aufklärung, zeigt Michael Obert, kann den weißen Schwarzen Afrikas helfen. Dass sie Menschen unter Menschen sind. Und Michael Obert trägt das Seine dazu bei.